Wenn das Paket beim Nachbarn abgegeben wurde... Ey, Bro, der blöde Paketbote hat unser Paket schon wieder beim Nachbarn abgegeben, obwohl wir hier zu Hause sitzen. Ey, sein Scheiß ernst, oder was? Man gibt ja die Pakete immer beim Nachbarn ab, obwohl wir hier zu Hause sitzen, Mann. Der hat nicht mal geklingelt. Ey, was ein Idiot. Der kann uns wohl echt nicht leiden, Mann, Alter. Ach, Junge, Mann, ich könnte kotzen. Bei welchem Nachbarn hat das denn abgegeben? Bei Frau Knecht, der Dame, die uns nie grüßt, weil wir irgendwann mal mit 8 Jahren Fußball in ihr Scheißfenster geschossen haben. Das ist gar nicht gut. Glaubst du wirklich, dass Frau Knecht unser Paket angenommen hat? Ich glaube, die hat es in die Luft gesprengt, wenn überhaupt. Keine Ahnung, Mann, aber geh einfach mal klingeln. Warum sollte ich klingeln, Alter? Klingel du doch, verdammt. Ich hab keinen Bock zu klingeln. Lass einfach Mama Bescheid sagen. Sie soll hochgehen und das Paket holen, wenn sie wieder da ist. Verdammte Scheiße hier, ey. Ja, das ist eine gute Idee. Wir sagen einfach Mama Bescheid. Die soll hochdackeln und das Paket holen. Und wir beide zocken jetzt eine Runde, du Spaß.